Meine lieben Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr für ein paar Minuten an meiner Seite seid. Ich habe mich entschieden, zu meinem 50. Geburtstag dieses Jahr zu flüchten. Ich bin eine Woche auf See in Richtung Finnland. Ich habe heute Morgen am 7. April 2014 um 10 Uhr die MS Carlotta in Hamburg bestiegen am Containerterminal Burchardkai. Und heute Abend geht's dann los. Ich zeige euch hier mal ein paar Aufnahmen von meiner bescheidenen Kabine. Es ist die höchste hier, die man bewohnen kann auf der MS Carlotta. Gleich nebenan wohnt der polnische Kapitän. Und nun gucken wir mal, was hier draußen noch so abgeht. So, ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, wie es hier auf dem Container Terminal abgeht. Dieses lustige Gefährt hier nennt man Van Carrier oder auch Portalhubwagen. Er ist in der Lage, die Container hier über das Terminal zu tragen. Er hat ihn hier abgestellt unter der Containerbrücke, diesen roten Container hier, und der wird jetzt an Bord gebracht. Da kommt der sogenannte Spreader von oben. Der setzt sich jetzt oben auf den Container drauf und wird verriegelt und dann wird er angehoben. Allerdings hier nur etwa einen Meter. Der Mann hier, der hat die Aufgabe, sogenannte Staustücke unten reinzumachen. Sein Beruf, der nennt sich Lascher. Und diese Staustücke sind dazu da, dass der Container mit dem gleich darunter befindlichen eine feste Verbindung eingeht. Für die Zeit auf See ist das notwendig, dass die Container hier fest an Bord verankert sind. So, da haben wir schon den nächsten Container. Das ist aber im Grunde genommen kein Container, sondern er hat nur die Abmessungen eines Containers. Es ist ein offener Fahrkorb. Da steigen gleich die beiden Lascher ein und die werden an Bord geflogen, wie man es so schön nennt. Und sie sind dazu da, die Container, die jetzt noch auf dem Schiff stehen, zu entsichern. Das heißt also, diese Staustücke, die ich gerade erklärt habe, die werden dort entsichert, sodass der Containerbrückenfahrer dann die Container auch von Bord heben kann. So, jetzt steigen die beiden ein. Schwindelfreiheit ist hier natürlich Voraussetzung. Und jetzt kommt wieder der Spreader von oben, klingt sich da ein und nimmt die beiden dann mit an Bord. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Der bereitet seine lange Stange davor, um gleich an Bord diese Entsicherung vorzunehmen. So, Mono geht's hoch, wie bei einem Fahrstuhl. Wenn ein Schiff gelöscht wird, das heißt also, wenn die Container von Bord kommen, so wie hier, dann ist es genau andersrum. Der Containerbrückenfahrer geht mit seinem Spreader an Bord, nimmt sich den Container und stellt ihn dann gleich unter seiner Brücke ab. Diesmal allerdings andersrum, er bleibt wieder stehen, etwa 1,50 Meter über dem Boden. Diese sogenannten Staustücke werden entfernt und dann stellt er ihn ab. Meistens geht er sanfter ab als jetzt. Aber das muss ja auch schnell gehen. Und dann kommt wieder der Van Carrier, da ist er schon, nimmt ihn und fährt damit wohin auch immer auf dem Container Terminal. Draufsetzen, verriegeln, anheben und tschüss.
So, der Spreader wurde auf 45 Fuß ausgefahren. Auf die Länge von den Containern mit Überlänge, die hauptsächlich in den USA eingesetzt werden. Und dann geht's ab. Abgesetzt werden kann der Container noch nicht. Das heißt, der Containerbrückenfahrer muss noch einen Moment warten. Da unten stehen noch zwei Container, dann muss erstmal klar Schiff gemacht werden. Ja, ihr Lieben, ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, aber ich kann mich hier kaum satt sehen. Mein Technikherz schlägt ungemein hoch, wenn ich das hier sehe. Vor allem hier von der Kapitänsbrücke aus, wenn ich diese Van Carrier sehe, wie Spielzeugautos. Der blaue Container hier wird jetzt gleich in die letzte Reihe auf der Steuerbordseite der MS Carlotta gebracht. Und dahinter sieht man die wunderschöne Elbe, tiefblau. Es ist inzwischen 20.30 Uhr und in einigen wenigen Stunden wird das Schiff dann aufbrechen. Elbabwärts Richtung Cuxhaven. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, denn deine Reise? Bis zum Südpol, hier, ach, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. Kehrst du heim, Kapitän? Fahren wir gerne in die Heimat zum Muttern nach Hause. Gucken Sie weiter. Danke fürs Fischkopf als letztes der Vierer Tarnfoss, 1038 Fischerhütte. Der erste Fünfer Mittelstrecht liegt bereits vor Signal und der zweite Fünfer Morsen. Ich glaube, Sie kommen, glaube ich, jetzt gerade in Dunkels Fisch ein. Anschließend Eulen bitte Fischerhütte frei fahren. Zwei Fünfer, das sind Mittelstrecht über 9048, liegt bereits in Dunkels Fisch. Der zweite ist Stefan Siegum.
nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir. Hallo, wir Hamburg, schöne Stadt am Elbe.